Dieser Granatenwerfer kommt. Da hinten ist noch einer. Da. Du bist tot, hörst du? Ihr könnt es jetzt besser brauchen. Gerechtigkeit? Haben denn meine Soldaten Gerechtigkeit erlebt? Minuten, bevor wir die Schlacht und den Krieg gewinnen, Minuten, kommt der Befehl zum Waffenstillstand. Das ist eine Ehrenschuld. Also müssten früher oder später werden sie uns hier finden, aber jetzt werden die im Orbit regelmäßig gefunden fliegen und die Piloten werden jederzeit bereit sein, das habe ich schon alles mitbekommen. Und die Menschen, die uns verraten haben, die Menschen des Freestar Collective, werden dafür bezahlen. So. Nein. Also. Auf sie mit Gebrüll. Oh, kann man auch Gesundheit wieder regenerieren? Warum? Zeit für ein Kätzchen.
Ganz wie früher. Weg. Du bist tot.
glauben. Du hast es mit den besten Söldnern im Freestar Collective aufgenommen und sie mühelos besiegt. Mit mehr von deinem Kaliber hätten wir im Krieg unsere Flagge in New Atlantis gehisst. Ah, ja. Interessant, dass man den Blickwinkel noch ändern kann. Okay, also. Ich wollte niemanden verletzen. Nicht so, wie er hätte enden sollen. Ich kann natürlich nicht erwarten, dass du verstehst, was wir geopfert haben. Du weißt nicht, wie das ist, in die Gesichter von Kriegern zu sehen, die dir als Anführer vertraut haben, während sie schreiend sterben. Ich habe gesehen, wie mutige Soldaten von Monstern zerrissen wurden. Ich habe gesehen, wie Mech-Piloten in ihren Cockpits bei lebendigem Leib gegrillt wurden. Diese Opfer hätten einen Sinn haben können, aber unsere feigen Anführer haben aufgegeben, obwohl der Sieg zum Greifen nah war. Tja. Wer hat die Fürst angeheuert, Ackerland zu stehlen und warum? Willst du es wirklich wissen? Die Antwort wird dir nicht gefallen. Letzte Chance, Deputy. Du kannst gehen und im Schäden der Unwissenheit leben. Im Glauben, für eine edle Sache gekämpft zu haben. Oder du kannst die Wahrheit erfahren. Dann zertrümmere ich diese Illusion. Hier und jetzt. Was du auch zu sagen hast, ich verkrafte es. Das werden wir noch sehen. Kurz nach der Gründung der Fürst hat mich ein Mann kontaktiert. Der sagte, er vertrete eine wohlhabende, einflussreiche Person. Ich habe mich geweigert, für einen Unbekannten zu arbeiten. Ein Treffen wurde vereinbart. Und wer erwartet mich dort? Ron Hope. Er hat mir viel Geld dafür geboten, mir bestimmte Farmen im Freestar-Raum zu sichern. Wo the fuck ist Ron Hope? Ach, das ist Ron Hope. Mein Gott, der diese ganzen Rauschschiffe macht. Aber was hat das gestohlene Hope-Tech mit der ganzen Sache zu tun? Um die Ranger zu verwirren, wollte Hope viele Farmen gleichzeitig angehen. Und seine mysteriöse Arbeit beenden, bevor es die Runde macht. Wir haben noch ein Schiff gebraucht, um seinen Zeitplan einzuhalten. Also hat er uns mit den nötigen Infos versorgt. Er konnte so auch das Opfer spielen und den Verdacht von sich ablenken. Und was war an den Farmen so besonders? Ich weiß nur eins. Nachdem wir sie geräumt hatten, schickte Hope irgendwelche Maschinen. Wir sollten dafür sorgen, dass niemand die Operation sieht. Du hast die Chance gesehen, Rache. Und du hast den Auftrag angenommen? Selbstverständlich. Es war viel Geld. Aber vor allem ging es mir um Rache. Meine Männer rächen, jede Menge Credits verdienen und ein Ratsmitglied bloßstellen. Tja. Das ist meine Definition von Gerechtigkeit. Was das wert, Hal? Denkst du wirklich, du hast was erreicht? Du denkst, ich hab verloren? Habe ich aber nicht. Geh zu Ron Hope und sag ihm, was ich dir erzählt habe. Dann kannst du ja selbst über das Strafmaß entscheiden. Wenn du deinen Job machst, ist meine Rache am Rad endlich komplett. Lass es mich dir einfach machen, Deputy. Ich sterbe, wie ich gelebt habe.
mit der Waffe in der Hand, kompromisslos und furchtlos. Aber zuerst einmal, hier, schneide damit die Fäulnis im Herzen des Freestar Collective heraus. Wenn der nächste Krieg kommt, und er wird kommen, dann muss das Collective stark sein. Also, meine Einheit wartet auf mich. Ich melde mich ein letztes Mal zum Dienst. Leb wohl, Deputy. Das gute Zeug. Lass den Rest da. Das gute Zeug habe ich schon gekriegt. So, dann raus aus der guten Stube. Noch ein Medipack grabben. So was passiert leider nicht. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Jetzt gehe ich mal kurz ins John. Oh Gott, was? Was? Ins Lock. Oh, hier geht das immer. Ins Lock. Fraktion, die Abrechnung. Es ist immer noch die Abrechnung. Begib dich nach Hope Town. Na gut, okay. Dann schließen wir das Ganze ab. Dann haben wir mal ein paar riesige Brocken. Geht schneller, wenn ich jetzt hier rüber gehe. Komm jetzt nicht mit, ich bin nicht in Treibstoffreichweite. Ein Haiku. Klingt interessant. Lass hören. Nicht schlecht. Schreibst du es mir auf? Hast du bei mir hart? Ich habe nicht viele Freunde und will einfach ehrlich mit dir sein. Meine Vergangenheit holt mich immer wieder ein. Ich will schneller sein. Oh, scheiße. Das ist schwerer, als ich gedacht hätte. Oh, nicht. Fang an zu reden. Okay.
Gut. Als ich 18 war, hat mir mein Vater über seine Connections meinen ersten echten Job beschafft. Dank ihm und dem magischen Namen Co. durfte ich Fracht von Aquila transportieren. Der Job ist die allerbeste Methode, dem all seine Magie zu rauben. Jedes Milligramm Helium-3 wird protokolliert. Der Zeitplan ist sekundengenau getaktet. Man ist viel zu sehr im Stress, um die Sterne zu genießen. Ätzend. Oh. Das klingt echt grauenhaft. Und die Bezahlung? Naja, für meine Wohnung hat's gereicht. Aber das war's auch schon. Also, irgendwann hat der Boss einen super Job für mich. Ich soll keine Fragen stellen, dann winkt ein Bonus. Scheiße, ich war noch ein Kind. War sofort dabei. Ich wusste, ich transportiere keine getrockneten Mangos, aber... Gott, plötzlich hat's Spaß gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und du bist deutlich klüger, als ich es war. Also kamen mehr Jobs. Und überall, wo ich hinkam, waren gefährliche Leute plötzlich besser bewaffnet. Ich habe von Konflikten und unschuldigen zivilen Opfern gehört. Und getan, als hätte ich nichts damit zu tun. Vielleicht habe ich ja gar keine Waffen geschmuggelt, sondern was anderes. Ich musste nur die Kisten nicht aufmachen, um mir das einzureden. Du hast diese Menschen nicht getötet, das weißt du? Nicht direkt. Und ich habe mir gesagt, sie würden sonst anderswo Waffen kaufen. Aber ich wusste, dass Blut an meinen Händen klebt. Bald verließ sich der Boss auf mich und das Geld war nicht übel. Wir fingen auch an, heftige Partys zu feiern. Mir fehlen ganze Wochen. Es gab nie Probleme. Bis es sie dann gab. Klingt, als hätte dein Boss dich ausgenutzt. Ja, aber dafür braucht man zwei Leute. Ich weiß bis heute nicht, was ich beim letzten Job geladen hatte, aber am Treffpunkt überfiel mich die Crimson Fleet. Jeder mit Hirn hätte sich eingenässt. Aber ich warf das Geschütz von meinem erbärmlichen Frachter an und dachte, die mache ich platt. Ein Piratenschiff schaltete ich aus. Dann kapierten sie, dass ich verrückt bin. Hatte sie bis auf zwei dezimiert. Bevor meine Systeme alle hinüber waren. Ich war im Prinzip tot. Aber da tauchten die Ranger auf. Oh, das kann ich mir wirklich vorstellen. Tja, ich lebe eben gerne mal riskant. Warum auch nicht? Jedenfalls, die verlässliche und rechtschaffene Lillian Hart meldete sich per Funk und, naja, das war wie die Stimme eines Engels. Die Ranger schalteten sie aus. Bekam ich aber nicht mit. Ich war ohnmächtig. Als ich aufwachte, war Lillian da. Die Ranger waren wohl beeindruckt von mir. Sie boten mir einen Job an. Ich hätte in eine Zelle gehört, aber Lillian sah etwas in mir. Ich nahm an. Und das war's. Jetzt weißt du alles. Du bist nicht mehr der Teenager von damals, du bist alles ich. Nein, wusste, dass du Schmuggler bist, finde ich ganz gut. Offiziell hatte die Fleet meine Ladung zerstört. Inoffiziell? Scheiße, klar wusste sie es. Sie hat die Fracht abgeworfen. Ich habe keine Ahnung warum, aber sie hat ihren Hals für mich riskiert. Sie hat mir geholfen, trocken zu werden. Hat mich aus dem Sumpf gezogen. Du bist nicht mehr der Teenager von damals, du bist dadurch sicherer, ein besserer Mensch geworden. Ich habe danach sehr viel gelernt und sehr schnell. Was mir Angst macht, ist Cora. Ich meine, ich muss es ihr irgendwann sagen, wie sie mich manchmal ansieht. Das habe ich gar nicht verdient. Das würde ich verlieren. Wenn sie mehr älter ist, musst du es ihr im richtigen Augenblick beibringen. Da habe ich ja richtig was, worauf ich mich freuen kann. Wegen dieser ganzen Sache ist das mit Lillian, wie es eben ist. Und ich muss einfach mit Lillian reden, auch wenn es schwer ist. Ihr sagen, dass sie liefern muss, wie du gesagt hast. Gerade in diesem Alter zählt für Cora jeder Besuch. Man darf sie nicht hängen lassen. Aber genug gejammert, machen wir was Spaßigeres. Eine Wurzelbehandlung oder so. So, na dann.
Keine Wurzelbehandlung. Ich will keine Beschwerden hören. So, mal wieder ins Lock, weil er wahrscheinlich wieder vergessen hat, wo wir hinwollen. Nein, hat er nicht. Verzeihung. Püff, püff. Behalt deine Wertsachen im Auge. Wer sein Volk nicht beschützen kann, ist falsch. Meine Firma verwendet nur Hochdeckschiffe. Wir hatten noch nie Probleme. Ohne die Fabrik wären wir stopp. Was kann ich für dich tun? Willkommen bei Hopetech. Wie kann ich dir helfen? Wenn du einen Termin mit Ron Hope hast, den findest du ganz oben. Er ist sehr beschäftigt. Wenn du also keinen Termin hast, hat er wohl keine Zeit. Ich hab einen Termin. Wenn du noch irgendwas brauchst, sag Bescheid. Ich hab einen Termin. Ist ganz oben. Schon Wahnsinn, was die hier gebaut haben. Das ist sehr groß, Mr. Hall. Du hast es dir verdient, Virgil. Wir haben ehrgeizige Quoten festgelegt. Du hast alle erreicht. Naja, das war sicher nicht leicht, aber es haben alle an einem Strang gezogen. Du darfst die guten Neuigkeiten verbreiten, wann und wie du willst. Danke. Sehr nett. Diese Penner, Band A, ging nicht noch. Verpasst? Ja, das ist das Highlight. Ich habe eigentlich keinen Kundenkontakt, also geh einfach weiter, sonst kriegen wir zwei noch Ärger. Okay, ich hätte die Information aus erst anschatten mal. Ja? Göttingen. Naja, mal sehen. Also das ist jetzt die Produktion durch einen Haufen Idioten dazu anschreiben, ja, ihren verdammten Job zu machen. So schlecht können die Mitarbeiter doch gar nicht sein. Die meisten sind Farmer. Mehr erreicht werden. Mein Job ist es, ihnen Erfahrung einzutrichtern. Egal wie. Geht auch mal hart zu. Wenn du verfallen willst, beeilt. Wir haben einen Knappen verdient. Was hat es mit Ron Hope auf sich? Hope, aber jedes ist ein Schrecker. Ist Ron Hope ein Traum? Bauen wir bewusst verlässliche Schiffe. Kein Schnick, kein Glitzer und Glamour wie bei Teil. Einfach ein Schiff, das gut liegt und einen von A nach B bringt. Ron Hope ist ein verdammter Held. Okay, du leistest also diese Produkte. Jeder Wenn du dein Schiff hast, hat sich mindestens einmal 10 cm daran gekrochen. Das ist ziemlich hart. Das ist kein nöseliger Reiz des Jobs in New Atlantis, weil ich die scheiße Nachtzeit geht. Wir sind Hoppel. Hier arbeiten wir. Das ist doch gar nichts. Versuch's mal zu fahren und Tundra. Er hat den Hornochsen gut. Na gut, und was? Ich dachte, sie hätte noch irgendwas Wichtiges zu erzählen. Schön, dich wiederzusehen. Der Marsch hat dich gerade über deinen Fortschritt informiert. Du hast Nachricht zu den Söldnern, die mein Schiff gestohlen haben. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Oh, ich habe etwas sehr Interessantes erfahren. Ach ja. Also, spür mich nicht so auf die Folter. Hmm.
Paxton hat dich leider eine Verschwörung gegen das Freestar-Kollektiv hineingezogen. Derselbe Paxton Hall, der im Koloniekrieg vor dem Kriegsgericht stand. Ich bin dem Mann nie begegnet und habe keine Ahnung, woher diese Anschuldigungen kommen. Na gut, Slate zeigen. Der Mistkerl hat Slate behalten. Ah, das ist dann wohl seine Rache am Rat der Gouverneure für das, was damals im Krieg geschehen ist. Ich bin beeindruckt, Deputy. Du hast ganz offenkundig eine goldene Zukunft. Was geht hier vor? Worum geht es, Mr. Holmes? Nichts, was dich in irgendeiner Weise etwas angeht, Burgess. Lass uns allein. Ich würde aber gerne hören, was der Deputy zu sagen hat. Okay. Hat es sein Gesicht im Mut von das Ganze? Rede endlich, zu hart. Ich will alle Details, bevor ich dich dafür festnagle. Erzähl mir alles. Die Karten liegen auf dem Tisch. Warum also nicht? Die Wahrheit ist, dass wir den Anschluss an die Konkurrenz verloren hatten. Wir brauchten Lösungen. Vor ein paar Jahren habe ich begonnen zu diversifizieren. Chemikalien- und Treibstoffforschung. Solche Dinge. Wir haben ein neues Düngemittel entwickelt. Es war ein Reinfall. Hat ganze Felder zerstört. Ich wollte das Projekt schon abschreiben. Da haben wir eine Entdeckung gemacht, die alles verändert hat. Es hat sich gezeigt, dass unser Dünger die Erde umwandelt und ihren Mineraliengehalt verzehnfacht. Okay. Wir haben den Dünger an ausgewählte Farmer gespendet und sie machen lassen. Im richtigen Augenblick haben wir die Farm dann geräumt und die mineralienreiche Erde mit Maschinen abgetragen. Durch die geringeren Personal- und Materialkosten ist mein Gewinn explodiert. Du hast sie dazu gebracht, zu deinem Vorteil ihr eigenes Land zu vergiften. Ich leite ein Unternehmen, Mr. Coe, und ich kann es mir nicht leisten, auch nur einen Credit zu viel zu bezahlen. Wie kannst du das rechtfertigen? Sieh dich doch um. Jeder in diesem Gebäude, jeder in dieser Stadt ist auf mich angewiesen. Nur durch meine Jobs haben sie etwas zu essen und Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Tatsache ist, das Geschäft läuft nicht sehr gut. Ohne drastische Maßnahmen wären Entlassungen unvermeidlich. Diese Leute schuften für mich und vertrauen darauf, dass ich mich dafür revanchiere. Ich werde sie nicht enttäuschen. Und du hast die First genutzt, um das Akana zu stehen und die Operation geheim zu halten? Es sollte niemand zu Schaden kommen. Ich habe Hall gesagt, er soll das Land kaufen, nicht stehlen. Viele Farmer sind leider sture Dickköpfe. Ich konnte keine Zeugen riskieren. Unglaublich, was ich da höre. Wie konntest du Unschuldigen und Familien nur etwas so Schreckliches antun? Kein Wort mehr, Burgess. Ich kann dir deinen Job nehmen. Und mehr. Wir besprechen das später. Wie dem auch sei, die Katze ist aus dem Sack. Ich gebe dir mein Wort, dass ich die Operation einstelle und das Land den Eigentümern wiedergebe. Was ist mit den Leuten, die deine Gauner getötet haben? Ja, natürlich. Etwas muss unternommen werden. Ich werde einen Fonds einrichten für die Bestattungskosten und die überlebenden Angehörigen. Wir werden das Richtige tun. Das verspreche ich. Mit der Aktion ist jetzt vorbei. Wie gesagt, ich gebe dir mein Wort. Die Arbeit war sowieso fast beendet. Nachdem das geklärt ist, reden wir über dich.
Als Mitglied des Rats der Gouverneure bin ich befugt, dir einen großzügigen Bonus zu gewähren. Und natürlich vereinbaren wir, dass wir meine kleinen Einsparungsbemühungen vergessen. Ich verstehe dich, aber ich muss mal, du wirst dich stellen. Lass uns nichts überstürzen, Deputy. Es gibt noch etwas, was du bedenken solltest. Ich tue alles, um meine Firma und meine Mitarbeiter zu beschützen. Wenn du jemandem davon erzählst, gefährdest du ihre Lebensgrundlage. Willst du wirklich all diese Menschen zu Arbeitslosen machen? Ihre Familien leiden lassen? So wie du diese Farmer hast leiden lassen. Aber in viel größerem Maßstab. Ja. Ich will nicht, dass irgendjemand handelt. Ich will Gerechtigkeit. Gerechtigkeit kann kompliziert sein, Deputy. Manchmal kostet es mehr, für Gerechtigkeit zu sorgen, als einfach nichts zu tun. Ich sage es ganz deutlich. Ich lasse nicht zu, dass du meinen Ruf, diese Firma oder meine Mitarbeiter gefährdest. Wenn mein Security-Personal dafür einen kleinen Unfall inszenieren muss, dann ist das leider so. Ich bin wichtig. Du bist nichts. Drohst du wirklich ernsthaft damit, einen Freestar Ranger anzugreifen? Vorsicht. Ich glaube, er meint das ernst. Hier leben rauszukommen ist wahrscheinlich auch nicht gut. Um deine Mitarbeiter willen bewahre ich dein Geheimnis, aber dein Plan ist gestorben. Absolut. Ist aus und vorbei. Schnee von gestern. Um die First hast du dich ja schon gekümmert und ich heuere keinen Ersatz an. Ab sofort widme ich mich allein der Sorge um die fleißigen Mitarbeiter von HopeTech. Und was dich angeht, Deputy, du bist ein Held. Du hast diese Firma gerettet und damit die Zukunft unserer Mitarbeiter und ihrer Familien. Wehe, du hältst sein Wort nicht, Hope. Du kannst dich auf mich verlassen, Deputy. Mein Wort ist ebenso verlässlich wie jedes Schiff, das diese Fabrik verlässt. Nun denn, der Marshall wartet gewiss auf deinen Bericht. Ich will dich nicht länger aufhalten. Leb wohl, Deputy. Du hast heute Großes geleistet. Oh. Und da wir uns in Sachen Diskretion einig waren, hätte ich jetzt gerne dieses Slate. Ich bin normalerweise kein Freund von so etwas. Die Arbeiter machen hier gerne. Aber der Punkt ist der, ich wäre hier nicht lebend rausgekommen. Und wenn wir es realistisch sehen, hier wären mit Sicherheit auch noch einige Zivilisten gestorben bei der Nummer. Und das kann ich nicht verantworten. Aber solche Sachen kann man auch im Nachgang regeln. Man muss sie nicht unbedingt vor Ort machen. Dieses Gebiet zu verlassen. Ja, ja. Das empfehle ich mir auch gerade. Kennt mich hier niemand. Du bist auf der Post.
einfach... Schön, dass du wieder da bist, Deputy. Was war mit der Mac-Fabrik? War sie das Versteck der Söldner? Yep. Wow, du hast Nerven aus Stahl. Hast du herausgefunden, warum die First Farmen übernommen hat? Oh Mann. Da wird mein Herz ganz schwer. Er war mal ein großer Anführer und Held des Freestar Collective. Schade, dass er das alles weggeworfen hat. Trotzdem habe ich das dumpfe Gefühl, dass du nur das Symptom geheilt hast, nicht die Krankheit. Ich habe das Beste getan, was ich konnte. Das weiß ich. Du hast die First ausgeschaltet und das Freestar Collective sicherer gemacht. Die Sache ist noch nicht ausgestanden. Das war bestenfalls ein temporärer Sieg. Aber trotzdem ein Sieg. Du hast recht. Du hast uns Zeit verschafft. Und das ist auch etwas wert. Wer weiß, vielleicht erfahren wir etwas Neues, das uns weiterhilft. Wo du schon mal hier bist, um eine Sache musst du dich noch kümmern. Emma, wärst du so nett? Mit Vergnügen, Nashaw. Als du zu uns kamst, habe ich dir gesagt, dass du beurteilt würdest. Eine Sache bleibt noch. Eine einfache Frage. Bist du bereit, die Marke eines vollwertigen Freestar Rangers zu tragen? Na klar. Gut. Pflicht und Ehre sind die Säulen der Freestar Ranger. Marshall, ich erlaube die Beförderung des Deputies in den Rang des Rangers. Danke, Ranger Wilcox. Als Deputy hast du bemerkenswerten Mut, furchtlose Beharrlichkeit und eine hohe Achtung der Sicherheit unserer Bürger an den Tag gelegt. Mittels der mir vom Rat der Gouverneure verliehenen Befugnis befördere ich dich hiermit in den Rang des Rangers. Hier ist deine Marke. Trage sie mit Stolz. Aber vergiss nicht, für welche Verantwortung sie steht. Ich versuche, mich als würdig zu erweisen. Das wirst du, Ranger. Ein Hoch auf den neuen Ranger. Wow. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch! Jetzt ein eigenes Raumschiff der Stargate-Klasse. Glückwunsch. Die Beförderung ist hoch verdient. Diego Monroe, zu Dienst. Sorten dir schon den Theoretisch zumindest. Dreimal darfst du warten. Wundert mich nicht. Damit würde ich sagen, ist die Fraktionsmission komplett abgeschlossen. Genau. Komplett durch. Dann sind noch zwei Fraktionen offen und das nächste wird die UC sein. Bevor es dann wieder woanders weitergeht. Dann sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde dieses Ding mit Sicherheit teilen und sag mal wieder, hey, neuer Abraham. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.